Maximal 3 Runden pro Gegner. Touché. Dann lass mal schauen. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Oh ey, ohne Scheiß. Ich habe letztens halt off-air so ein bisschen geübt, ein bisschen auch online gezockt. Ey, das war... Mir geht's auch gut, Skill. Wie immer. Ja. Ich bin halt immer noch auf TikTok gesperrt, Alter. Scheiß Varant. Get ready for the next battle. Ab geht's. Get ready for the next battle. Sein, dass ich ein bisschen was ändern muss. Halt hier schon mal bereit. Ja. Alright. 60.000. Digga, was ist hier los, ja? No way. Mal sehen, auf wie viele Jhin-Spieler wir treffen heute. Oh oh. Nein, nein! Round 3. Fight. Er geht mir schon auf den Sack, wirklich. Mal sehen, ich sehe mich auf jeden Fall so auf 60.000 Leute. Vielleicht schaffe ich das.
Hör doch auf damit, Junge. Jetzt macht er immer dasselbe. Round 4. Fight. Nein, Junge. Hör doch jetzt auf. Ich bin tot. 1-1. Boah, Junge. Round 1. Fight. Du bist so ein Wichser. Nein! Nein! Bitte nicht, bitte nicht! Nein! Nein! Bist du denn wieder am Start, Dennis? Geht es deinem Handy gut? Yeah!
Wie kann der denn blocken, Digga? Wie kann der denn blocken so? Dieses chronische Fettfingern? Oh, das kenne ich. Machst du nix. Scheiß Djinn-Spieler. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Oh, jetzt wird's interessant. Ich habe 2000 Elo-Punkte bekommen. Round 1. Fight. Einfach besser. Round 3. Fight. Ich sage, Hovland gewinnt. Boah, ich weiß nicht, er überlegt das lieber nochmal. Wie hat der das geblockt, bitte? Ja, das war's. Ja, moin. Lese gleich. Warte beim Arzt, muss Antibiotika schlucken. Verdauungsprobleme. Nein. Na, bitte nicht.
Kombi kann zum Organversagen führen. Das hoffen wir mal nicht. Aber wie geht's dir denn sonst sogar gar? Bist du bei dir? Was machen wir jetzt? Wenn ich penne, nur am Husten, kann nichts essen und trinken. Vielleicht doch lieber eine zweite Meinung einholen? Ich wohne ja in Berlin, ne? Und die BVG streikt ja am Freitag. Heißt, es fährt auch kein Bus. Ich muss also entweder laufen oder mit dem Taxi rumfahren. Hast du es im Wald, Dennis? Bruder! Scheiße! Der blockt! Shit. Ich blocke. Wie kann er mich treffen? Wie? Fuck you, Alter. 2-2. Google ist kein besserer Arzt, auf jeden Fall nicht. Man sollte sowieso nicht googeln. Battle. 46.000 SSS. Ey, ich hätte einfach weiter Alan Wake, einfach direkt Alan Wake machen sollen. Warum tue ich mir den Stress hier an? Round one. Fight. Ja. Ja. Ich mache ja auch später weiter mit Alan Wake.
Ich denke, wird heute auch durchkommen. Ich habe da beendet, so Klinikaufenthalt. Da ging alles im Bach runter und dann war ich im Garten. Bin da rausgekommen mit dem Barry und dann hatte ich einen Unfall. Scheiße. Auf jeden Fall spannend, ich freue mich, ey. Oh, das hat er schön gemacht. Ich finde auch, der ist gut gealtert. Also, der spielt sich echt gut. Und Storytelling funktioniert auch mega. Das macht auf jeden Fall Spaß. Also, momentan ist es bei einer 9. Vielleicht wird es aber noch eine 8. Mal gucken. Einen Punkt habe ich abgezogen wegen den technischen Mängeln. Aber momentan. Ach komm, Junge. Der blockt. Ich bin mal gespannt auf American Nightmare. Das mache ich ja sofort danach auch. Weiß nicht, ob der was beisteuert zum Kanon oder zur Storyline so. Ich denke mal, wird einen Grund haben, warum sie den nicht remastert haben. Oder warum der halt nicht da drin ist direkt. Mach doch nicht so. Nein! Weil Garbage, aber gucken, ich werde es auf jeden Fall ausspielen. Ja, was mache ich hier gerade für eine Scheiße?
Hört es jemand, wenn ich meine Hose ausziehe? Ja, ja. Auch ruhig try. Steck darfst du jederzeit polieren. Sieh dir meinen Arsch an. Und zwar jetzt. Nein! Der, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Was geht, Troy? Wie steht's? 1-1. Alles klar, Dennis, ne? Gute Nacht, schlaf schön. Schön, dass du da warst. Man liest sich. Mein Schlafrhythmus degradiert, mein Schaden wird größer. Ja, das ist doch nice. Hey, was ist auf einmal mit dem passiert hier? Fokus, Fokus. Deine scheiß Sidesteps, Junge. Ich wusste gar nicht, dass Hunde scheiße laufen und atmen kann. Das war mir auch neu. Hab ich von Duke gelernt. Oh, reicht das? Entschuldigung, was geht? Nein. Sieh dir meinen Arsch an. Und zwar jetzt. Deinen behaarten Hintern will keiner sehen, Julian. Du kleiner Wichser, du kleiner Pisser, du kleiner... Hä? Was war das denn? Warum hat denn ein Hund? Yeah.
Nach der Tekken-Session werde ich mal eine Runde, also werde ich mal wahllos starten. Wahrscheinlich bin ich aber gebannt. Dankeschön. Uiuiui. Also den. Ne, nochmal. Also den hau ich rein, dann mache ich den danach. Dann gehe ich auf Rage. Dann mache ich den. Und dann wieder hoch. Und Abfahrt. Das ist der Plan immer. Funktioniert leider nicht. Get ready for the next battle. 31k. Digga, ich bin auf 66.000 hoch. Okay. Okay. Round two. Weißt du, warum du Azucena in deinen Aufwärmrunden nicht mehr sehen kannst? Warum, Crash? Sag es uns, Crash. Warum? Weil sie sehr wenig anhat und somit sie ihre Verteidigung Richtung maximal. Das weißt du. Womit ist ihre Verteidigung Richtung maximal. Ach so. Das heißt, ich muss meine Sachen auch ausziehen, Trash. Vielleicht läuft es dann besser. Was soll das denn bitte? Warum haben diese... Warum haben die Fern... Was soll das für eine Scheiße hier? Das ist doch broken. Das ist einfach nur broken, Junge.
spielen. Get ready for the next battle. Ein, zwei Leute haben das auch. Einfach von der Ferne ballern sie auf dich drauf, kannst du nicht mal blocken. Round 1. 86k. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Fight. Ah, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Round 1. Crash, was zockst du denn momentan? Lost Epoch. Das war Diablo-like, ne? Achso, das war im Early Access. Round 4. Fight. Also optisch sah das aber schon gut aus. Kann schon mithalten mit Diablo, oder?
Ich komme ja noch nicht mal dazu, irgendwie meinen Rage zu benutzen. AMG, schreib's in deinen Lebenslauf, ruf deine Mama an. Ich bin mega stolz auf dich. Ey, ohne Scheiß. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Tekken ist halt für mich Jugendzimmer. Und das war immer sehr hässlich. Und es wird hier auch hässlich werden. So, oder auch momentan ist es wahrscheinlich sogar hässlich. Hart und dreckig. Get ready for the next battle. Es gibt keine direkte Meter, man kann halt wirklich so skillen, wie man möchte. Das ist ein Pluspunkt. Oh, die Alpakas, die werde ich auch fertig machen, wenn ich mit Jim fertig bin. Tschüss. Beruhig dich. Wie teuer kostet es, Crush? Es macht immer dasselbe. Will dich einfach nur loswerden. Was auch nicht Release angekündigt war, war es günstiger. Ich check's einfach nicht, warum ich nicht durchkomme. Ich check's nicht. Reagier doch mal! Round 2.
Ich bestelle mir schon mal ein paar neue Tastaturen. Eins, eins. Ey, ich hab so keinen Bock gegen den, ey. Kannst du auch was anderes? Kannst du auch was anderes? Ey, dieser ohne Scheiß, diese Djinn-Spieler, ne? Guck mal, der geht, macht immer dasselbe. Der macht immer dasselbe. Ja, du bist es einfach, du bist es. Genau, mach immer dasselbe, du kleiner dreckiger Bastard. Oh nein, Bruder, ey, ohne Scheiß. Nee. Gerne rauchen. Fängt ja schon mal gut an. Nicht mal eine Stunde ausgehalten, ja. Ja, zum Glück nicht gekauft. Ja, entweder mal so Street Fighter oder Mortal Kombat. Wenn man das eine mag, mag man das andere nicht, ne, Caesar? Ich konnte nie warm werden mit Street Fighter zum Beispiel. Weiter geht's. Ey, ich habe mich eigentlich auch seelisch auf diese Session vorbereitet. Ich habe heute einen Döner gegessen. Ich habe zwei Lachmajuns gegessen. Ich habe ein paar Stückchen Pita gegessen. Aber
Nichts hilft. Es hilft einfach nichts. Ich war unterdönert. Aber schlimm. Ich wollte Bestenlisten checken. 77.000, ja, okay. Bordo Atemspiel, tamam, sogar einer aus Trabzon, Digga. War ein Hemmschuh. Muss ich aus Prinzip die Fresse polieren. Aber verteilt, ne, auf den Tag über, so ist dieser. Oder wie in Valorant auch, ja. Internetcafé-Legenden. Tamam lan, tamam. Amına koyayım moru. Tamam ya. Tamam ya. Hau ab. Spiel mit seinen Leuten. Ich habe die letzten Tage, war ich mal auf Istanbul Server unterwegs. Ich wurde so hart getrollt von zwei türkischen Spielern auf Frankfurt Server. Selten so ein Match gehabt. Runde 1. I will troll this game. I will troll this game. Permanent spammt da rein und Voice Chat. Permanent. Er und sein Kollege. Die haben beide reingetrollt bis zum Ende. Ja, dann bin ich in Istanbul Server rein. Hab denen gesagt, sorry Leute. Ich bin hier, um mich zu rächen. Und dann habe ich die getrollt. Oh, das hat so gut getan.
Also ich bin sowieso, ich bin safe gebannt. Ich bin 100% gebannt in Valorant. Es geht gar nicht anders. Also es war schon ziemlich krass. Warum lebt er noch? Ihr könnt alle nur das eine. Optisch. Aber ich meine, in CS ist das nicht so schlimm, ne? Weil ich glaube, da triffst du ja trotzdem eher auf russische Spieler. Oder hat sich das mittlerweile geändert? Echt? Nur Türken? Und die Russen haben sich verbessert, Mendel. Krass, Alter. Hey, ohne Scheiß, ey. Boah, es kotzt mich einfach an. Du kannst auf keinem Server spielen im Valorant. Überall treiben die sich rum. Und wenn du dann Istanbul-Server spielst und sagst, warum kommt ihr eigentlich auf Frankfurt und spielt in Frankfurt? Haben die keine Antwort drauf. Hm. Ja, toxisch. Mann, ihr seid genauso toxisch, ihr dreckigen Wichser. Oh oh. Er macht hier den Son Goku. Ya sikeceğim senin gibi. Burada cins standart atak yapıyor. Oben, unten, oben, unten.
Round 1. Fight. Mach doch was anderes, Junge. Alles an Jin kotzt mich an. Alles einfach. Jede scheiß Attacke von Jin kotzt mich an. Der hat noch nicht mal gebockt, Alter. Ja, ich bin sehr ungeduldig, dieser, ja, das ist mein Problem. Der spielt, also generell die anderen spielen etwas geduldiger als ich, blocken gut auch. So. Final round. Das jetzt zum Beispiel, das war einfach unnötig von mir so. Ja, sick der Bär. Jetzt blockt er. Oh. Wichtige Elo-Punkte. Nein, Don, und Taktik ist wie Pizza mit Ananas, das passt nicht zusammen, kleiner als 3. Ja, ja, warte mal, haben wir vergessen heute, ja? Moment. Moment, Moment. Einmal bitte von der Chantal auch. Und euch. Und ich check mal die Bestenliste. Döner, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Fleisch und dein Tzatziki komme.
Deine Schärfe geschehe, wie im Magen, als auch auf dem Pott. Und vergib uns unsere Schulden, damit wir mehr Döner kaufen können. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Pizza Ananas. Mhm. Denn dein ist die Soße und die Zwiebel in Ewigkeit. Hau weg den Scheiß. Ayran. Ayran. Cennet Mahallesi. Ich hab gegen den gekämpft, Mann. Oh ja, das verstehe ich und das sexy. Gib zu, dass du es gern angrapschen würdest. Ja. Wer war das? Wer ist diese Dame? 330.000. Das ist der krasseste momentan. Achso, spielt keiner Homering oder was von denen da oben? Ah, die sind schon bei Drauenland. Bruder. Ich denke, ich werde bis 100, also bis 100 werde ich mit Horang, glaube ich, weiterballern. Und danach starte ich meine Challenge mit jedem Char 100 Siege. Fange ich von oben links an. Dann spiele ich einmal alle durch. Lerne ich was fürs Leben, ne? Ja, war das. Ja, ist so, Matsu. Wir machen nichts anderes. 24-7 Tekken. Boah, das könnte ich gar... 93.000! Guck mal, wie der mich jetzt auffressen wird. Guck mal. King-Spieler sind auch ekelhaft. Genau, zuck schon mal. Genau. Ich mach dem auch keinen Schaden, Alter. King ist krank. King war aber schon immer krank. Guck mal, der hat schon 7 Siege hintereinander. Guck mal, wie viel er abgezogen hat, siehst du? Round 3. Fight. Ha ha ha!
ganzen Block hier aus der Meer, Bruder. Der hat... Mit King musst du sehr geduldig spielen. Abwarten auf eine Lücke und dann grabben. Guck mal, einfach rumzucken, rumzucken wie so ein krankes Etwas einfach. Steht instant wieder auf. Umzug machen auch die Pros. Ja, soll er E-Sport machen hier, Alter. 12 Jahre alt, heißt Jeremy Pascal. Geht in die zweite Klasse. Hat sein Papa Gerd ihm ein neues Spiel geschenkt, heißt Tekken. Damit er nicht in der Schule immer die Viertklässler verprügelt. Come on, man. Come on, beruhig dich ja. Du mit deinem Internetcafé. Hier, kann ich auch. Gell, komm. Komm, lass es einfach rumzucken. Komm. Komm, mach ich auch. Komm, warte. Komm, hör auf. Ich will weiter rumzucken. Komm. Hier, guck. Ja, geil. Let's go. Da, da, komm. Komm, geh weiter climben. Du bist es einfach. Du gehörst auf die 1. Dragunov spielen auch viele. Habe ich jetzt auch sehr oft gesehen. Doch, verlierst auch, klar. Je nachdem, gegen wen du antrittst. Ne? Zwar, wenn ich jetzt gegen den verlieren würde, dann wäre egal. Aber ich meine, man verliert Rampunkte. Gehört ja dazu. Ich denke, wenn du gegen einen, der weniger Elo-Punkte hat, verlierst, hat es natürlich mehr Impact. Denke ich. Weiß es aber nicht. Müssen wir uns mal reinlesen irgendwo.
Round 2. Fight. Wie war das in Tekken 7? Warum sieht er aus wie Lee? Also Law meine ich. Warrior verliert man keine. Ah, okay. Dankeschön, Aqua. Das heißt, ich muss mir noch keine Sorgen machen. Ich bin ja jetzt Warrior, meine ich. Ich komme einfach nicht durch. Ich krieg die Krise, Alter. Alles klar, Sisa. Bis gleich. Boah, ich bin richtig Ballerballer im Kopf. Ja, bin tot. Doch nicht. Get ready for the next battle. Meiner. Orang. Kann er leider nicht mehr so gut. Get ready for the next battle.
Ich habe angefangen, ein paar Kombos zu trainieren, aber viel zu wenig Zeit. Deshalb mache ich das mit dem Tekken 7 auch. Ich werde alle Chars spielen, mir so ein Ziel setzen. Dann können wir jetzt 4, 5, 6, 7 Jahre an Tekken 8 spielen. Dann spiele ich mal alle Chars. So irgendwie 50 Siege erstmal oder 100 Siege mit allen. Irgendwie so, dass ich alle mal durchmache. Also bis der neue Teil rauskommt, mal zu safe, ne? Zeit genug. Round 2. Fight. Brian ist auch einer meiner Lieblinge gewesen. Jetzt haben wir was anderes. Round 3. Fight. Round 1. Fight. Napion, amana kodum choju, Napion. Ich bin Round 2. Fight. Digga, ich mach doch gar nichts so. Ich bin doch am Blocken gerade, Junge. Fight.
ready for the next battle. Get ready for the next battle. T-Rank. Round one. Fight. 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 Round one. Fight. 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 Yeah.
Rettet. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Oh, Susena. Ui. Was macht die denn? Muss einfach ein bisschen ruhiger spielen. Nicht immer aggro. Hab ich? Nein! Tamam lan, tamam ya. Baby, sie sah. Bis Dingens. Ich war beim Doc, der meinte zu mir, dass ich verrückt bin. Da bei dieser Klinik für Künstler.
Und dann ist da Scheiße passiert. Dann bin ich von der Scheiße entkommen mit Barry. Und dann gab es einen Autounfall. Und dort habe ich pausiert. Also mega spannend. Oh nein. Machen wir auch gleich weiter. Sobald ich anfange zu weinen, hören wir auf mit Taggen. Wann sollte man einen Krankenwagen rufen, Digi? Weil du körperlich komplett im Arsch bist. Also bewegungsunfähig. Ja, never plus. Also nicht kurz vorm Verrecken am besten, Gaga. Nicht so beim letzten Atemzug. Ich muss sagen, storytechnisch, Alan Wake mir nicht gefallen hat, habe heute den Zweier weitergezockt, einfach zu nice. Hast du den Zweier noch nicht durch? Warum spiele ich nochmal gegen Azucena? Wins, 8 Wins hat die hintereinander. Okay. Oh, Gaga, safety first. Der macht noch nicht mal seine Rage Art, ja. Ja, was willst du denn machen, Gaga? Nicht ins Krankenhaus? Pause verrecken? Ist, glaube ich, auch nicht die beste Option.
mezcla de azucena. ¿No creen? Nee, danke. Nee. Du bist eine Person, mit der möchte ich nicht kämpfen. Eigentlich müsste man sich wirklich angewöhnen, bei jeder Kleinigkeit zum Arzt zu rennen. Mittlerweile. Oder? Also ich bin aber auch so einer, also ich bin auch nie gern zum Arzt gegangen. Immer noch, glaube ich. Aber ist, glaube ich, falsch. Dann geh lieber einmal mehr den Arzt nerven. Am Ende stehst du, glaube ich, besser da. Genau. Round 2. Fight. Das finde ich aber auch interessant, Gaga, dass man dir direkt Antibiotika gibt. Bei einer Grippe. War Antibiotika im schlimmsten Fall, Bruder. Im schlimmsten Fall. Ich bin absolut gegen Antibiotika. Habe ich nur einmal gemacht, habe es auch 2-3 Tage irgendwie genommen. Danach, also ich war nicht mehr ich selbst. War schlimmer als alles andere, was ich in meinem Leben zu mir genommen habe. Understand? Das war brutal, Alter. Guck mal, wie der Schiss hat jetzt, wie der nach unten geht jetzt. Guck mal, kleiner dreckiger Bastard. Mama Kodo mit Schuljunge. Ja, mach, komm. Mach. Du bist der größte Spieler der Welt, du kleines Kind. Wird auch noch belohnt, so eine Scheiße. Dass sie den Move von King immer noch nicht rausgenommen haben. Aber uns auch in der Familie sehr viele krank mittlerweile. Wir haben alle irgendwas. Aber nix Corona. Round 3.
Freundin hat wieder Maskenpflicht eingeführt. Krass. War der früher dran? Ich check's nicht. Warum warst du früher dran? Ja. Final round. Natürlich. Fight. So, Willidon, moin, grüß dich. Oh, jetzt habe ich Rückkampf verpasst. Was wollte ich sagen, ja? Ne, ich wollte nichts sagen. Muss mich bedeckt halten, was Corona angeht. Get ready for the next battle. Kazuya. Den hatten wir heute noch nicht. Round 1. Wie sieht der denn aus? Fight. Ja! Ja! Natürlich! Fuck, siehst du? Super. Namco Bandai, super. Dass ihr so eine Scheiße reinhaut, super. Macht absolut Sinn. Gebt doch einfach allen Knarren in die Hand. Das Schlimme ist, die Sars haben noch ein paar andere Chars.
Ahnung, wer sich den Scheiß ausgedacht hat. Jetzt macht das. Tam, ja. Ja. Amonakundum, Choju, ja. Ohne Schaden. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben. In den letzten 2 Jahren habe ich wahrscheinlich noch nie so viel geflucht wie in Tekken 8. Jetzt in den 2 Stunden hier. Boah, es muss aufhören. Final round. Fight. Was machst du? Nee. Sick, der geht an. Final Fight. Ich glaube, ich schaffe heute aber Alan Wake durch, ne? Warum? Wie viele Folgen hat das? Internetcafé dicht gemacht, ne? Internetcafé einfach dicht gemacht. Hat gesagt, nee, Kevin, komm, du musst nach Hause. Mama hat angerufen. Nee, Kevin geht ja gar nicht. Mahmoud. Mahmoud war das.
Oha, ich bin entsperrt. Ja! Ey. Wie gut, dass ich das erst jetzt gesehen habe. Denn wahrscheinlich hätte ich meine nächste Sperre bekommen auf TikTok. Für die Tekken-Session. Ich muss echt aufpassen. Ich habe gemerkt, dass ich einfach viel zu viel fluche wieder in letzter Zeit. Ich will das eigentlich nicht. Ich will, dass wir hier familienfreundlich sind.